Aber ich habe auch meine. Sie können das nicht mehr. Also. Dann bräuchte ich das nicht, ne? Das ist ja Ich bin Frau Schafmeister, darf Sie recht herzlich begrüßen im Namen des Kreises Lippe heute zur Eröffnung des Eisteins, und zwar eines der Elemente innerhalb des Projektes Wanderkompetenzzentrum. Wir haben natürlich Glück gehabt. Wir haben heute schönes Wetter hier. Und wie Herr Heubinkel immer so ist, hat natürlich gerade gesagt, ich gehe nicht da oben hin, wir machen das hier unten. Also insofern haben wir jetzt den Ort gerade nochmal so ein bisschen gewechselt und erzählen hier von hier aus so ein bisschen. Ich führe Sie so ein bisschen durch die eine Stunde Programm, die wir uns ausgedacht haben. Und sicherlich werden wir das ein oder andere zum Eisstein erfahren, zum Wanderkompetenzzentrum erfahren, aber auch sicherlich von denjenigen, die das, was Sie hier hinter mir sehen, ermöglicht haben. Eine jahrelange Arbeit, kann man glaube ich sagen, auch mitentwickelt haben und sich glaube ich auch sehr freuen, dass das Ganze sich realisiert hat. Dass das realisiert werden konnte, liegt sicherlich einmal an Kreis Lippe, an Herrn Heubinkel. Von Kreis Lippe aus haben wir dieses Projekt Wanderkompetenzzentrum vor jetzt schon mehr als fast zwei Jahren in die Wege geleitet und sind jetzt dabei, innerhalb dieses Jahres alles umzusetzen. Insofern freuen wir uns natürlich auch sehr, das erste hier zu machen. Also sicherlich Kreis Lippe, auch mit Herrn Günter Weigel seitens der Wirtschaftsförderung und der Lippe Tourismus und Marketing dabei. Die sind auch diejenigen, die gleich ein bisschen was sagen werden, aber nicht nur die beiden, sondern sicherlich auch Vertreter des Landesverbandes. Frau Breitmann, vielen Dank, dass Sie auch dabei sind und auch gleich noch ein Grußwort halten werden. Und sicherlich dann natürlich auch diejenigen, die das hier vor Ort direkt ermöglicht haben, der Heimatverein Hiddesen, der glaube ich noch offiziell, wurde mir eben gesagt, auch von Heimat und Kneipp- und Kurverein noch offiziell heißt, aber sich schon umbenannt hat. Also insofern da auch eine kleine Änderung, auch im Vorsitz. Also insofern wird der Grünen sicherlich dazu noch einiges sagen. Aber sicherlich denken wir auch an Herrn Hartwig, glaube ich, gleich nochmal, der das Ganze auch mitentwickelt hat. Also insofern recht herzlichen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Vertreter sehe ich nicht nur des Kreises hier, auch von den Medien sicherlich, aber auch von der Stadt Detmold, Frau Richter als stellvertretende Bürgermeisterin. Auch seitens der Parteien im Kreistag, ich sehe Herrn Dr. Lehmann hier, und sicherlich auch dann diejenigen noch, die hier vor Ort einiges ermöglicht haben. Ich sehe einige Vertreter der Heimat- und Verkehrsvereine, einige Unternehmen dabei. Also insofern vielen, vielen Dank den Ortsvorsteher Herrn Melius. Vielen Dank, dass Sie das alles heute mitgemacht haben, hier so ein Stein mit dem Wanderkompetenzzentrum zusammen. Und ich glaube, das ist schon ein Riesending, das wir hier sehen. Das ist eines der größten Findlinge, die wir hier in der gesamten Region auch vorgefunden haben. Herr Brüning sagt da gleich sicherlich noch ein bisschen mehr zu. Aber welche Beziehung gibt es da auch zum Europäischen Wanderkompetenzzentrum? Und ich glaube, wir hatten heute alle, glaube ich, nicht ganz so weiten Anfahrt. Ne? Herr Hans war ja ganz so weit von Distelbruch, war es heute nicht. Aus Detmold vielleicht auch nicht ganz so weit. Aber das ist eigentlich der Stein, der den weitesten Weg hatte, die weiteste Wanderung mittlerweile hinter sich hatte. Nämlich das ist ein Findling aus dem skandinavischen Bereich, der halt eben zu den letzten Eiszeiten dann in der Zeit auch hier hingewandert ist. Und der hatte dann nicht nur den längsten, von der Wegstrecke her, sondern sicherlich auch von der Zeit den längsten Weg hier zu bleiben. Aber wenn ich uns so angucke, so alt sind wir auch noch nicht, der ist schon ein paar Jahre älter, also der liegt auch schon ein paar Jahre hier. Und insofern ist das eigentlich ein sehr schönes Beispiel dafür, der Findling, dass es zur Eiszeit hier oder zur vorletzten Eiszeit die Findlinge gekommen sind. Und als dann das Eis schmolz, also man könnte auch Klimaveränderung sagen, als es dann wärmer wurde, nämlich damals war der Teutoburger Wald noch ungefähr doppelt so hoch wie heute, also nicht nur 400 bis 500, sondern 800 ungefähr bis 900.000 Meter hoch. Und durch die Schmelze ist dann eigentlich der Teutoburger Wald abgetragen worden. Das sehen wir an vielen Stellen, wenn Sie jetzt an Steine denken, kam die Schmelze der Gletscher genau dadurch, hat im Prinzip den dort vorhandenen Sandstein abgeschoben und hat dann den Sand eigentlich auf die andere Seite des Teutoburger Waldes mitgeschoben. Deswegen ist die Senne heute halt auch da,
mit dem vielen Sand, 40 bis 60 Meter dicke Sandschuhen. Also insofern ist das eigentlich die geologische Grundlage unserer gesamten Heimat, die wir hier haben. Und dadurch, dass hier natürlich dann auch so schöne Wälder sind, so schöne Wanderwege sind, indem man das alles erleben kann, zum Thema Wasser wird Herr Brunning gleich noch was sagen, indem man das alles erleben kann, ist es natürlich eigentlich ganz schön, so ein Sinnbild hier für das europäische Wanderzentrum auch zu haben, in dem wir sagen können, hier können wir entlang wandern, bei Tigrista Skandinavien, nämlich von da aus kommt ja auch der europäische Fernwanderweg E1 und haben damit natürlich auch die Möglichkeiten, das alles zu realisieren. Hier an dem Ort liegt ja ganz speziell, nämlich am Beginn des Wasserpfades, aber dazu kommen wir gleich nochmal ganz kurz wieder. Also das ist die Erläuterung dessen, warum es auch ein Teil des europäischen Wanderkreuzes ist. Und ich übergebe jetzt das Mikrofon an Herrn Heuwinkel. Ja, Herr Dr. Scharfmeister, ich könnte es mir jetzt ganz einfach machen und sagen, ich schließe mich den Worten von Dr. Scharfmeister an. Sie haben ja schon so auch ein bisschen gehört und wenn die Geologen immer wieder sagen, wir sind die verworfenste Region, denn versteht der eine oder andere das vielleicht nicht sofort, aber durch die Erklärung, die Dr. Scharfmeister uns eben schon gegeben hat, denke ich, wird das nochmal richtig sinnbildlich, was hier vor Zehntausenden von Jahren passiert ist, wie sich die Region verändert hat an vielen unterschiedlichen Stellen. Und ich glaube, wenn wir über Geschichte reden, dann redet man natürlich auch gerne mal über Veränderung von Regionen, Veränderung in unserer Region. Und wenn man dann wirklich die Sandbereiche und dann diese Steinbereiche sieht, das könnte man, sobald man die extra Steine noch mit einbeziehen und vieles andere mehr, denn wissen wir und die Fachleute ja noch etwas intensiver, dass wir eine unheimlich interessante Region sind. Und darum haben wir uns ja auch gemeinsam auf den Weg gemacht, hier mit dem Kneipp- und Kurverein, heute mit dem Heimatverein, wo ich an dieser Stelle ganz, ganz herzliches Dankeschön sage. Ich gucke Ihnen viele Gesichter herzlich, wo wir schon über viele Jahre, Jahrzehnte will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon eine ganze Zeit her, wo wir mal wieder deutlich gesagt haben, dieser Stein, dieser Eisstein muss mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Natürlich auch für unsere Gäste, für die Besucherinnen und Besucher, aber auch sehr wahrscheinlich ins Bewusstsein unserer Bürgerinnen und Bürger hier in Lippe insgesamt gebracht werden. Und dass der Heimatverein jetzt hier so intensiv mitgemacht hat mit allen anderen Akteuren, die Herr Dr. Scharfmeister eben schon genannt hat, dafür möchte ich an dieser Stelle vorweg erstmal einmal mein ganz herzliches Dankeschön aussprechen. Die Bezirksregierung, Herr Mayer, sehe ich hier vorne stehen, der ehemalige Mitarbeiter in der Bezirksregierung, nicht mehr jetzt dabei, aber sich gerade mit dem Thema Wasser, ich denke, in den letzten Jahren intensiv beschäftigt haben, auch Wasser im Fluss und Bewegung, gerade was Wasser anbelangt. Ich denke, dann wissen wir, dass das Thema Wasser auch hier in Verbindung mit dem Eisstein eine ganz besondere Bedeutung hat für uns insgesamt. Und dass wir das in unser Wanderkompetenzzentrum, in die Aufgaben des Wanderns mit eingebunden haben, ich glaube, das war kein Zufall, sondern das hat einen ganz hervorragenden Inhalt. Denn gerade was Wandern anbelangt, was Wandern der Steine von früher, von vor 10.000 Jahren oder mehr anbelangt und heute, wenn wir ein bisschen über Renaissance vom Wandern wieder sprechen, das Wandern ins Bewusstsein der Menschen wieder ganz anders gekommen ist, nicht nur in Verbindung mit Gesundheit, sondern natürlich auch in Verbindung mit Erleben der Landschaft, Veränderung der Landschaft an vielen Stellen, das wissen wir. Darum passt auch diese erste Eröffnung, dieses erste kleine Stück, so sage ich jetzt mal vorsichtig, bei unserem gesamten Wanderkompetenzzentrum mitten mit rein. Und darum freue ich mich noch einmal, dass alle so aktiv mitgemacht haben. Herr Habrich und Herr Brüning. Herr Brüning wird ja uns auch noch einige Worte gleich sagen aus der Sicht des Heimatvereins hier in Hildesheim. Aber ich denke, wenn wir heute die erste Eröffnung, die erste Etappe, wenn man das mal so sagen darf, des Kompetenzzentrums Wandern, hier auch entsprechend gemeinsam eröffnet, dann wissen wir, dass in dem Gesamtkonzept unheimlich viele Menschen beschäftigt waren, viele Vereine, viele Organisationen mitgemacht haben, auch die ganzen Wandervereine, die das Bewusstsein der europäischen Verbindung des Wanderns, gerade bei uns in Lippe, mit den vielen europäischen Wanderwegen und deren Bedeutung, denke ich, auch sehr deutlich immer wieder mit bearbeitet, aber auch interessiert mit verfolgt haben. Ja, insofern allen ein ganz herzliches Dankeschön. Wir haben dann gleich nochmal die Möglichkeit, den einen oder anderen Startschuss zu geben,
erstmal allen ein ganz herzliches Willkommen und ich freue mich, dass wir alle gemeinsam mit dabei sind, den ersten Startschuss zu unserem Kompetenzzentrum Wandern und deren großen Gemeinschaft hier heute gemeinsam auch zu geben. Vielen Dank. Der Stadt Detmold hat, mit dem Heimatverein hat, also insofern arbeiten wir hier alle zusammen und das ist ein schönes Bild. Das ist, ich habe Herrn Hartlich nochmal gefragt, gerade das ist ja auch ein alter Steinbruch. Jetzt sorgen wir gemeinschaftlich hier wieder, dass wir ein bisschen renaturieren, auch wenn es andere Steine sind. Aber insofern kommt das ein oder andere wieder dazu. Frau Feuchtmann. Dankeschön, Herr Dr. Schafmeister. Sie haben schon vieles richtig wiedergegeben, auch den Punkt der Kooperation. Den kann ich nur auch als Neulipperin, als Beutelipperin sozusagen hier hervorheben. Das klappt in Lippe sehr, sehr gut. Die Kooperation hörte sich jetzt zwar gerade ein bisschen kompliziert an, ist aber dann in der tatsächlichen Ausführung sehr positiv gewesen. Ja, ich kann nur sagen, was macht der Landesverband Lippe, welchen Beitrag hat er geleistet, den Stein ins Rollen gebracht. Das möchte, wenn man davon Rollen sprechen kann, möchte ich schon noch mal ganz deutlich sagen, war Herr Hartwig, also eine Privatinitiative dieser Verein, der jetzt Heimatverein Hiddesen, genau, das finde ich auch. Das sollte man noch mal ganz deutlich sagen. Da hat ein einzelner Mensch eine sehr, sehr gute Idee gehabt. Vom Johannettental ist dieser Stein hier rübergebracht worden, mit viel Initiative, mit viel Engagement. Und Sie sehen ja auch das Ergebnis, er passt hier hervorragend hin. Lassen Sie mich noch was zum Thema Landesverband Lippe sagen. Da haben zwei Kollegen auch mitgewirkt. Ich habe immer das große Privileg, die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen mit vorzustellen. Da war Herr Raphael nicht ganz untätig. Herr Raphael ist der ehemalige Revierleiter des Reviers Hiddesen. Auch dieser Bereich gehört zum Revier. Und heute Herr Kaiser, der dieses Projekt weiter begleiten wird. Was ich schön finde, wenn Sie jetzt mal gucken, Stein ist schon beeindruckend, sehr beeindruckend, wenn ich das sagen darf. Aber Sie sehen natürlich auch ein Naturareal, was hier wunderbar passt. Ich habe mir gerade sagen lassen, Herr Kaiser, die Buchen sind hier um die 200 Jahre alt. Die dürfen auch noch ein bisschen älter werden. Also wir haben hier auch ein ganz ökologisch interessantes Gebiet, was es auch für Wanderinnen und Wanderer so attraktiv macht, nicht nur für die Lipperinnen und Lipper, sondern hoffentlich auch für viele Touristen nach Lippe zu kommen. Also Waldbestand besonders interessant. Noch interessanter finde ich, da komme ich wieder Richtung Herrn Meier und Wasser, diese Quelle, die es hier gibt, daraus sprudelt Trinkwasser. Also eine hervorragende Qualität auch des Wassers. Ich glaube, das ist ein wunderbares Fund, mit dem wir hier insgesamt in Lippe wuchern können. Also eine tolle Ökologie, die Baum, Wald und Wasser mit beinhalten. Also ich bin sehr stolz, dass der Landesverband Lippe dieses Projekt mit unterstützen kann, dass wir wirklich eine ganz tolle Kooperation haben. Es wird immer besser, sozusagen, auch wenn ich jetzt Richtung Kreis gucke. Wir arbeiten in vielen Themen zusammen. Letztens haben wir jetzt noch zusammengesessen. Jetzt muss ich wieder auf Herrn Weigel gucken beim Kulturentwicklungsplan, genau. Aber wir sind offensichtlich auch in der Lage, in vielen anderen Themen zusammenzuarbeiten, zum Wohle Lippes, zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und hoffentlich auch für die Touristinnen und Touristen, die jetzt schon zu uns kommen und demnächst hoffentlich noch mehr zu uns kommen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Ich gucke auch nicht, dass ich da noch mal kurz Stellung zu beziehen will. Also ich kann mich aber nur für die bei den Ideengebern bedanken und für deren Langmut auch danken, dass sie das geschafft haben, dass der Stein hier hingekommen ist und dass sie mit daran arbeiten, das Wanderkompetenzzentrum mit seinen Wegen so zu gestalten, wie es ist. Wir wissen natürlich auch, dass sie ohne die gesamte Stadt Detmold nicht viel machen können. Aber das ist immer ein sehr gutes Miteinander gewesen und dafür einen herzlichen Dank. Und ich hoffe,
Das zeigt ja der Stein schon, wenn der sich auf den Weg nach Detmold gemacht hat, werden es noch viele andere tun. Vielen Dank. Ja, jetzt mal eigentlich das oder die Organisation, der Mensch und das Thema eigentlich dran, die das alles auch mit ermöglicht haben. Also ich glaube, Sie haben jetzt die Möglichkeit, das mal schön darzustellen. Das würde mich freuen. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Scharfmeister. Sehr geehrte Frau Peitmann, sehr geehrter Herr Heuwinkel, Herr Weigel, vielen Dank für die einführenden Worte, auch natürlich auch an Frau Richter. Ein herzliches Willkommen darf ich Ihnen im Namen des kürzlich in Heimatverein Hiddesen umbenannten Kneipenverkehrsverein Hiddesen zukommen lassen. Für uns als 108-jähriger Heimatverein steht heute ein großes Ereignis bevor. Ab heute wird der Allgemeinheit dieses Naturdenkmal übergeben, ein weiterer Schritt hin zur Präsentation von Beispielen für den Umgang des Menschen mit Wasser, diesmal mit einem Zeitzeugen aus der Eiszeit. Vielleicht viele haben sich darum verdient gemacht, dass dieser prächtige Findling sich heute in dieser Form als Eisstern präsentiert. Die Finanzierung im Rahmen des Projektes Wanderkompetenzzentrum haben meine Vorredner eben dargelegt. Hierzu mein herzlicher Dank an die Bezirksregierung und an den Kreis Lippe, besonders auch an unsere Ansprechpartner Herr Dr. Scharfmeister und Frau Rute. Für die konzeptionelle Bearbeitung und für die künftige Weiterentwicklung des Wasserpfades darf auch ich, Christian Hartwig, meinen Vorgänger im Amt des Vereinsvorsitzenden, danken. Ohne ihn und seiner Idee würden wir hier heute nicht stehen. Für die Begleitung der technischen Durchführung und Baubetreuung ein herzliches Dankeschön an Dietrich Aufdenkamp, der uns die Mitwirkenden an der Errichtung dieses Denkmals gleich noch vorstellen wird. Dem Landesverband Lippe, sehr geehrte Frau Peitmann, danken wir für die bereitwillige Pachterweiterung, für diesen schönen Grillplatz um weitere 15 Jahre und Ihrer Forstverwaltung für diese schöne Eichensitzgruppe in der Ecke mit den Deckbalken aus einem Stamm der Fürstenallee in Schlangen. Der Stadt Detmold und den Stadtwerken danken wir für die Überlassung dieses imposanten Steines und der Stenkung der Originalpflastersteine der historischen Kummenstraße in Detmold, die hier der Einfassung dient. Last but not least darf ich die umfangreichen Vorbereitungen durch den Heimatverein anführen, die diesen Standort vor unserem Grillplatz Mufflonkamp erst ermöglicht haben. Als Gäste des Vereins darf ich die Vertreter der Interessengemeinschaft der Heimat- und Verkehrsvereine der Stadt herzlich begrüßen, die das Projekt in den letzten Jahren mit Interesse begleitet haben. Ein besonderer Gruß gilt unserem Ortsbürgermeister Wilfried Meldes, der sich vielfältig um die Belange des Heimatvereins verdient gemacht hat. Ich grüße ferner die Vertreter der Hiddesser Vereine und Institutionen, mit denen wir gut und partnerschaftlich zusammenarbeiten, sowie unseren fleißigen Helfern des Vereins, die uns gemeinsam mit den Mitarbeitern des Kreises diese Zusammenkunft heute gestaltet und im Hintergrund hier fleißig sind. Vielen Dank. Abschließend möchte ich noch einige Worte zur ideellen Bedeutung dieses Naturdenkmals Eisstein für den Wasserpfad an Sie richten. Am Wochenende ist dieser Standort ein Treffpunkt für Wanderer, für den Aufstieg zum Hermannsdenkmal, einen Ausflug ins Heidental, zu Bielstein, Donnerparteich oder in die Senne. Mit dem Wanderkompetenzzentrum wird ein weiteres attraktives Ziel hinzukommen. Wir Hiddesser sind sehr stolz, ein so schönes Entree zu diesem herrlichen Naturgebiet zu haben. Dieses Naturdenkmal soll gerade an dieser Stelle die Aufmerksamkeit auf etwas richten, was einem nicht unmittelbar ins Auge fällt, nämlich auf die Trinkwasserreserven und die Wasserquellen hier im Boden und
in dem Bereich. Und diese das Trinkwasser ist für uns Menschen lebenswichtig. Der Wasserpfad ist kein Wander- oder Spazierweg im üblichen Sinne. Sein Zusammenhang liegt in der Idee der europäischen Wasserrahmenrichtlinie, die sich kontinentübergreifend auf alles erstreckt, was mit dem Zustand von Grundwasser, Fließgewässer und Meeren angeht. Hier gibt es von Menschen geschaffene Veränderungen, an deren Korrektur in einem jahrzehntelangen europaweiten Verfahren gearbeitet wird. Die aktuelle Diskussion über die Frage der Erdgasgewinnung aus tieferen Erdgasschichten, dem Fracking, begleiten wir besorgt. Uns beunruhigt die Meinung, mit einer Berücksichtigung von Wasserschutzgebieten sei das Problem mit dem Umgang mit dem Trinkwasser abgehakt. Ein Großteil unserer Wasservorräte lagert viel großflächiger im Untergrund der Senne. Von diesen Vorräten leben in Detmold ca. 40% der Einwohner. Ein Wasserschutzgebiet für diesen gesamten Bereich gibt es allerdings nicht. Der Heimatverein wird dieses Thema in Zukunft an weiteren Stationen am Wasserpfad noch aufgreifen und darstellen. Lassen Sie uns jetzt aber Dietrich Auftenkamp die Hintergründe des Denkmals erläutern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sage ich mal, um das festzustellen, also dass wirklich beispielsweise in der Senne mit das größte Grundwasser aufkommen in Nordrhein-Westfalen ist. Man hat oben den Sand und unten das Thieler Wasser. Wir haben die ganzen Quellen, die dort entspringen, ob das Furbachtal, Ölbachtal ist, die Emsquellen, Bad Lippspringe, wo die Lippe entspringt und. Also ich glaube, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, vor allen Dingen, wenn man weiß, wie weltweit heute Thema ein Wasser ist, auch in internationalen Auseinandersetzungen. Und das ist alles neben Luft sicherlich eines der wertvollsten Ressourcen ist, die wir auch langfristig für unser Leben brauchen. Also insofern ist das, glaube ich, ein schönes Thema, das auch mal zu positionieren. Vielen Dank. Herr Heumann, aber ich glaube, bevor Herr Auftenkamp die Technik gleich sagt und wir Wasser sprudeln lassen, haben Sie noch kurz was zu sagen. Ja, das will ich gerne, Herr Brüning, nochmal vielleicht auch ein Wort zu Ihrer Sorge, was Fracking anbelangt. Sie wissen, dass wir im Kreistag ja sehr einvernehmlich einen Beschluss gefasst haben, dass das in Lippe nicht stattfinden wird, weil wir in der Tat diese großen Wasserressourcen haben, nicht nur in der Senne, auch hier an vielen anderen Stellen. Und so ein eng besiedelter Bereich, wie wir sind, glaube ich, haben wir andere Möglichkeiten der Energiegewinnung wie denn diese. Und das möchte ich an dieser Stelle nochmal deutlich sagen. Ich möchte aber wir haben ja über Historie gesprochen und möchte jetzt gerne Herrn Hartwig einfach mal nach hier vorne bitten. Da meine ich Sie jetzt nicht als Person, sondern ich möchte noch mal ganz deutlich ein Dankeschön sagen. Sie haben ja über viele, viele Jahre, gerade auch was Wasser im Fluss anbelangt, aber auch in Eilstein, sich ganz besonders engagiert, nicht nur hier im Heimatverein oder Kneipp- und Verkehrsverein, sondern an vielen anderen Stellen sind wir immer wieder ins Gespräch gekommen und wir haben kreative Gedanken und Ideen immer wieder gemeinsam auch entwickelt und haben hier eine ganz besondere gute Arbeit, eine intensive Arbeit gehabt und dafür möchten wir uns an dieser Stelle einmal ganz herzlich danken. Jetzt nicht mit einem Stückchen der externen Steine, das würde ja auch passen hiermit, sondern mit einem ganz anderen Stück. Jetzt kommt der Schafmeister einfach mal eben und macht das auf. Ich nehme ihn mal raus. Nämlich mit unserem anderen Zeichen, was ja auch schon über viele Jahre auf der Rotenburg steht, nämlich mit einem Hermann. Und von der Seite nochmal von meiner Seite, ich denke im Namen aller ein ganz kleines Dankeschön für Ihre tolle Arbeit. Und ich glaube, gemeinsam mit Herrn Heuwinkel werden wir dann hinterher auch noch ein bisschen Wasser, nicht nur theoretisch über Wasser reden, sondern das vielleicht auch nochmal sehen. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Gäste des Kreises Lippe und des Heimatvereins Hiedes. Ich freue mich, Ihnen jetzt einiges über den Werdegang dieses Naturdenkmals berichten zu können. Der Ausschachtungsarbeiten im Jahre 2011, die die Stadtwerke Detmold zum Bau einer Fernwärmeleitung von Hornbach-Heinrich nach Detmold durchführen ließen, fand sich dieser im Bereich Jonettental große Stein,
Sein Gewicht wurde auf 18 Tonnen geschätzt. Die Lippische Landeszeitung berichtete über die Zitronen. Der Kneipenverkehrsverein hatte unter seinem Vorsitzenden Christian Hartwig als Beginn des Wasserpfades den Dreiflussstein auf dem Kamm des Teutoburger Waldes im Forst des Lippischen Fürstenhauses errichten lassen. Nun wurde Ausschau nach einem Zeugnis der Eiszeit für die Fortführung des Wasserpfades gehalten. Aber selbst die Suchhilfe von Rolf Erich Brandhoff in Schleswig-Holstein und Kurt Schacht in Mecklenburg-Vorpommern erbrachten keine überzeugenden Ergebnisse. Die Erinnerung an den Pressebericht war aber noch gegenwärtig und gab Veranlassung, bei den Stadtwerken nach dem Verbleib des Findlings nachzufragen. Eine Besichtigung vor Ort ergab dann, dass der Stein für das Vorhaben, die Kraft des Eises zu verdeutlichen, hervorragend geeignet war. Bereits einige Zeit vorher hatte der Kneipe- und Verkehrsverein die verwilderte Quellfassung des ehemaligen Hotels Schuppenböhmer, heute Haus des Gastes, mit eigenen Mitteln im Walde des Landesverbandes Lippe oberhalb des Grillplatzes wiederherstellen lassen. Die hierbei vorgefundenen Leitungsteile befanden sich trotz ihres Alters von ca. 100 Jahren in einem hervorragenden Zustand. Ich habe einige Teile hiervon sicherstellen können. Sie können in einer kleinen Ausstellung im Haus des Gastes besichtigt werden. Am 24. Juli 2014 war es dann soweit. Unter Einsatz eines Autokrans und eines Tiefladers wurde der Stein vom Lagerplatz Pinneichen der Stadtwerke hierher transportiert und auf das von der Firma Krüger vorbereitete Fundament abgesenkt. Nun konnte mit dem Aufbau der Brunnenanlage begonnen werden. Die für die Be- und Wässerung des Brunnensteins erforderlichen Anlagenteile wie Pumpenschacht, einschließlich Leitungsinstallation und Schaltschrank wurden von der Firma Aquaaktiv geliefert und eingebaut. Die Tiefbau- und Rohrverlegearbeiten zum Bau der Quellzuleitung und der Entwässerungsleitung sowie die Umpflasterung des Brunnensteines mit Originalsteinen von der Krummen Straße, ein Geschenk der Stadt Detmold, führte die Firma Krüger mit ihrem Subunternehmen durch. Die Einfassung aus Weser-Sandstein lieferte und setzte die Firma Wadecki. Die Anlage berieselt den Brunnenstein mittels vier Düsen. Sie wird mit einer zeitgesteuerten Umwälzpumpe betrieben. Die gleichzeitige Einspeisung von Quellwasser aus der oberhalb liegenden Schuppenböhmerquelle hat wesentliche Vorteile. Sie hält den Wasservorrat im Reservoir frisch und erspart den Einsatz von kostbarem Trinkwasser. Sie ermöglicht aber auch jedermann, Zugang zu finden zu originärem Quellwasser und erfüllt da auch mit ein Anliegen des Wasserfahrers. Ich bitte nun den Herrn Landrat, das Startzeichen zu geben. Ja, wenn wir jetzt bei der Feuerwehr werden, dann würden wir sagen Wassermarsch. Aber das wollen wir jetzt natürlich nicht machen. Ich denke, wenn wir hier so eine ganz kostbare Quelle haben, wenn wir immer über Wasser gesprochen haben, ich denke, dann würden wir jetzt einfach mal die historische Quelle bitten und Wasser an die Vergangenheit, an diesen Stein dran zu pumpen. Komm, und? Bist du froh? Ja. Geschafft? Genau, das Wasser läuft, mehr wollen wir nicht.
Thank you.